Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Modell- und Eisenbahnfreunde hier von der Nürnberger Spielwarenmesse, die 70. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich natürlich auch, dass Sie wieder alle eingeschaltet haben und uns live zu verfolgen. Und ich muss Ihnen vorneweg mal ein ganz großes Kompliment machen. Wir freuen uns über die vielen Likes und auch guten Kommentare, die Sie bei Facebook und auch auf dem YouTube-Kanal hinterlassen haben. Es ist Ansporn für uns und es ist für uns auch so ein bisschen eine Premiere. Das eine oder andere ist etwas wackelig. Ich bitte das auch nachzusehen. Auch, dass wir jetzt etwas verspätet angefangen haben. Die Jungs, die Technik, beziehungsweise die Technik hat ein bisschen gestreikt. Ich wollte eigentlich sagen, morgens um 10 Deutschland, Knoppersfrühstück lassen wir mal weg, aber morgens um 10 in der Messe Nürnberg bei Heki. Und das ist auch ein Satz. Neben mir steht Ralf Kittler und der wird uns natürlich die Neuheiten von Heki präsentieren. Moin Ralf. Moin Frank. Schön, dass ihr wieder bei uns am Stand seid, ja. Du und dein Team. Ja. Freut mich wie jedes Jahr, dass wir uns mal ein bisschen über unsere Neuheiten unterhalten können. Und ja. Dann legen wir einfach mal los. Legen wir mal los. So, genau. Nun würde ich dich natürlich mal bitten, ein kleines bisschen beiseite, da kommen wir ein bisschen hierher, weil die Neuheiten sind ja hier auf diesem wunderschön gestalteten Diorama alle vertreten. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, als nur Plastepackung zu zeigen, denn der Zuschauer möchte auch gern sehen, visuell, wie so ein Produkt bearbeitet wird. Ja. So, und jetzt muss ich was Ihnen vorstellen, liebe Zuschauer, das ist neu auf dieser Messe. Ralf Kittler hat es tatsächlich fertiggebracht, eine Neuheit zu machen, nämlich das, jetzt fällt mir der Name weg. Lavendel. Das Lavendelfeld, ja, das Lavendelfeld mit Geruch. Sie werden es nicht glauben, wenn man ein bisschen näher rangeht hier an das Lavendelfeld. Können das riechen? Ah, Wahnsinn. Ich hoffe, Sie sehen jetzt es auch riechen. Ralf, das ist also eine ganz tolle Neuheit. Der Geruch, wo kommt der eigentlich her? Wollen wir es auflösen? Ja, ich werde es mal auflösen. Natürlich, den Lavendel gibt es nicht mit Geruch, sondern hier haben wir ein bisschen getrickst. Hier haben wir eine Kugel, die haben wir mit Lavendel beträufelt. Ja. Ja, und dann hier hinterm Baum. Und dann hinterm Baum versteckt. Ich gebe mir die Kugel und auf dieser Kugel ist Lavendel eingeträufelt. Das ist eigentlich auch eine gute Idee für die Anlage, kann oder? Kann man auch zu Hause dann machen. Kriegt man in der Apotheke oder in der Drogerie. Ja. Gar kein Thema, Lavendelduft. Drüber, man kann es auch drauf träufeln, wie man es gerne hätte. So, nun versteckt man das Ganze wieder. Das ist das also. So, dieses Lavendelfeld ist neu. Die Gebäude dazu und alles diese Dekoration ist aus dem laufenden Sortiment? Nein, das sind nur Accessoires. Wir produzieren ja keine Häuser, wir machen ja nur Grünzeug. Ja. Das hat unser Anlagebauer, der Herr Leusch, hat es dann eben selber gebaut. Und wir produzieren ja nur die Bäume und das Landschaftsbaumaterial. Ja. Ja. Und da sehen wir dann auch hier die Pinien, die wir dieses Jahr neu haben. Dann die Mimosen. Moment, wir müssen erst mit den Bildern hinterherkommen. Wir sind noch beim Lavendelfeld. Okay. Wir sehen also eine wunderschöne. Können wir das Lavendelfeld noch mal haben, bitte? Wir spielen das noch mal ein. Wir wollen ja noch mal auf die Details ein bisschen eingehen. Also wir sehen hier diese wunderschön gestaltete Hütte mit einer alten Dame, die da vorsitzt und ob das Lavendel aufpasst, dass sie geklaut wird, oder? Und wenn sie nicht aufpasst, wird sie von der Schlange gebissen, die da noch hier daneben kreucht. Oh, das ist natürlich böse. Was macht die Schlange? Ist das eine Würgeschlange, eine Giftschlange oder was? Ja, ich kann es leider nicht so genau erkennen. Ich habe meine Brille nicht auf, aber ich tipp mal, dass er nicht so giftig sein wird. Ja. Okay, so das Lavendelfeld ist die eine Neuheit und die nächste Neuheit. Oder wir müssen jetzt also auch mal erstmal grundsätzlich dazu sagen, dieses Diorama ist im Süden angesiedelt. Genau. Italien vermute ich mal, Provence. Südfrankreich, Provence. Gut, mach mal Provence. Genau. Und die nächste Neuheit, die ihr dieses Jahr vorstellt, sind? Das sind die Pinien. Die Pinien. Genau. Gut, das ist auch eine ganz bekannte Sache. Genau, ist auch ein typisches, sagen wir mal, jetzt hat mediterranes Gewächs. Ja. Und wir hatten die schon mal vor ein paar Jahren, war es uns aber nicht so gut gelungen. Jetzt haben wir die neu aufgelegt. Und ja. Ich finde es ja auch ganz klasse dargestellt. Ich meine, wer im Süden, ob das Italien oder Frankreich unterwegs war, diese wilden Tunneldurchfahrten dekoriert mit diesen Pinien, das ist so verdammt nah am Original, dass man sich wirklich zurückversetzt oder reinversetzt fühlen kann. Jetzt sind wir im Urlaub in Südfrankreich. Genau. Das ist auch so eher jetzt wie am Gardasee zum Beispiel. Ja, ja. Da gibt es ja auch diese Tunneldurchfahrten. Ja, genau. Oder am Lago, Lago Maggiore ist es sehr oft vertreten. Das wird dann mit unserer Landschaftsbaufolie, haben wir die geformt. Ja.
Und also man muss jetzt auch dazu sagen, dass auf diesem Diorama nichts Artfremdes, also es ist eigentlich alles aus unserem Sortiment, genau. Ja, das muss man die Straßen, die Mauern, ja, das Gras. Das Einzige ist jetzt die Hütte, aber die selbst, die ist aus Styrodur gebaut. Und das wird uns Wolfgang dann noch nachher erklären, wie er das gemacht hat. Genau. Gehen wir mal weiter auf diesen Diorama, dann haben wir oben diese auch typischen Olivenbäume. Genau. Diese hellgrüne Färbung, das sticht heraus. Genau, das sind dann die Olivenbäume, die wir dieses Jahr neu im Sortiment haben. Die haben wir dann hier auch schön drapiert. Und ja, ist halt auch wieder ein typisches südländisches Gewächs. Dann gibt es ja noch ein anderes Gewächs, was vor den Pinien da oben steht, das sind die Mimosen. Das sind die Mimosen, ja. Also da kann man immer sagen, hab dich nicht so mimosenhaft, genau, da kommt das wahrscheinlich her, oder was? Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ich meine, aber wenn man sich die Mimosen anguckt, die sind schon ein bisschen klein und gedrungen, ja, ja, und vielleicht kommt es daher, ich kann es jetzt nicht sagen, ich habe es nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen, vielleicht findet man noch einen Begriff dazu, Mimosen. Ja. So, das ist in diesem oberen Gebirgsbereich wunderschön angelegt. Du hattest schon gerade die Folie angesprochen. Ja. Das war ja voriges Jahr, glaube ich. Das war letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir die. Dass man das knüllen konnte. Genau, die kann man knüllen, dann wird er auseinanderziehen. Man kann sie gut formen. Ja. Sie ist sehr formstabil, ist sehr leicht zu verarbeiten. Und dann kann man eben auch drauf begrünen, begrasen, die Bäume gleich draufsetzen. Also ist relativ einfach. Im Übrigen muss ich euch ein Kompliment machen. Es ist, wie gesagt, ich hatte es anfangs schon mal gesagt, eine tolle Sache, wenn man die Produkte mal verarbeitet sieht auf so einem Diorama, dann kann man auch das Gefühl der Modellbahner ganz besonders ansprechen, denn viele Zuschriften haben wir auch immer wieder gehabt, wenn es um Begrünung ging, Begrasung oder irgendwelche Themen. Und wir merken auch, dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist für viele, dass diese Neuheiten oder sagen wir mal die Möglichkeit der Verarbeitung von uns gezeigt wird. Und ich kann Ihnen versprechen, dass wir auch im Laufe des Jahres auf dem Kanal von X-Train bzw. auf den Webseiten von X-Train24 diese Produkte, wie sie verarbeitet werden, auch mal zeigen, damit Sie wissen, Mensch, da kann ich das kaufen und dann kann ich meine Anlage so und so in der Richtung entsprechend veranstalten. Auch ganz typisch, das sage ich jetzt mal so einfach, am Gardasee an dem Felsen lang diese wunderschöne Seenlandschaft gestaltet. Das sind aber jetzt keine Figuren von euch. Nein, das sind keine Figuren. Wir haben ja keine Figuren im Sortiment. Ja. Das Einzige, was von uns ist, ist der Hai. Ein Hai, genau. Den hat der Wolfgang aus einem Stamm von unseren Bäumen geschnitzt. Ein Hai am Gardasee. Nein, aber interessant. Sie sehen schon, liebe Modellbahnfreunde, man kann sogar aus artfremd, man muss ja einen Baum kaufen von euch. Natürlich. Und er muss sich ein bisschen Mühe geben, dann kann er den schnitzen. Kann es aber aus Styrodur machen. Okay, also er kauft einen Baum. Einen langstieligen, kürzt ihn einfach, kann ihn noch auf die Anlage setzen. Genau, und schnitzt sich noch ein Hai draus. Heidenei. Hei. Ja, das ist also, muss ich jetzt mal sagen, eine ganz pfiffige, tolle Idee. Also ist unglaublich, was da passiert oder was man da draus machen kann. Ja, meine Meinung ist, das Diorama ist viel zu klein. Es müsste rechts und links und vorn noch ein bisschen was. Natürlich, aber wir haben halt leider nicht mehr Platz, um jetzt das Schaustück noch größer zu machen. Das war jetzt im Grunde genommen erstmal die wichtigsten Neuheiten dieses Jahr. Wir fassen das nochmal zusammen. Wir haben ein wunderschönes Lavendelfeld. Wir haben die Pinien, die Olivenbäume. Und die Mimosen. Genau. Und ich habe immer noch kein Wort für die Mimose gefunden, warum das mimosenhaft heißt. Aber ich finde das ganz toll, dass man mal diese Produkte auf diesem Diorama sieht. Ja, lieber Ralf, Wahnsinn. Denke ich auch. Ja. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Es hat uns wie verrückt gefallen. So, und jetzt brauchen wir mal den Wolfgang. Wir brauchen jetzt den Wolfgang, er kommt gleich. Wir werden jetzt, liebe Zuschauer, das Interview noch ein bisschen erweitern. Wir haben, oder Ralf, du hast ja den Wolfgang schon angekündigt. Wir finden das einfach mal sehenswert, diesen Mann Ihnen vorzustellen, der diese wundervollen, was wir jetzt eben gesehen haben, und wir sehen gleich noch was anderes, was Wolfgang Leusch gebaut hat. Und mal von einem Fachmann zu hören, wie man sowas macht, mit welchen Ideen man rangeht.
Und dieser Mann ist auch Kult. Jetzt kommt Wolfgang zu mir. Ich grüße dich, Wolfgang. Hallo. Liebe Zuschauer, hier ist Wolfgang Leusch. Und Wolfgang Leusch ist nicht nur auf dem Kopf kreativ. Wollen wir das mal zeigen? Ja, können wir. Schauen Sie sich das an, liebe Zuschauer. Wolfgang Leusch, der Modellbauer von Heki. Er hat es nicht nur kreativ auf dem Kopf, er hat es auch kreativ im Kopf. Dankeschön. Danke für das Kompliment. Ja, aber kreativ ist eben das, was es trifft. Ja. Was es trifft. Ja. Lieber Wolfgang, es ist ja für viele immer so ein Buch mit 7 Siegeln. Ja. Die sehen, dass die vielen Bäumchen, meistens werden sie auf der Anlage irgendwo drapiert, damit es ein bisschen grün ist. Genau. Aber es ist nicht so richtig toll. Ja. So, und du wirst uns jetzt mal so ein bisschen das Geheimnis verraten, was so richtig das Ganze toll macht. Ja, klar. Das ist ganz einfach. Man geht einfach mehr mit offenen Augen durch die Natur. Ja. Das, was wir uns abgewöhnt haben. Ja. Wir sind viel zu stressig und viel zu gestresst. Anstatt im Auto sich über den Stau aufzuregen, schaue ich mir dann lieber die Umgebung an. Mhm. Schaue, wie groß sind Bäume, wie wachsen Bäume, wie sind Bäume gruppiert in der Natur. Und alles das speichere ich ab oder mache mit meinem Smartphone, wenn ich gerade nicht im Auto bin, sondern zu Fuß unterwegs, Fotos, um es einfach immer wieder griffbereit zu haben. Und darauf greife ich zurück, auch im Kopf. Ich weiß ganz genau, wie Bäume wachsen und wie sie gruppiert sind. Und das versuche ich dann auch ins Diorama zu übertragen oder eben in die Modellbahnanlage. Weil das macht das Ganze aus. Also Punkt Nummer 1, liebe Zuschauer, offen durch die Landschaft gehen, Fotoapparat oder iPhone. Die meisten haben ja so ein Gerät in der Tasche, können wundervolle Fotos machen. Und einfach, was einem gefällt, wo man sagt, das könnte ich auf meiner Anlage haben, fotografieren und versuchen dann mit Hilfe von Produkten von Heki sozusagen aufs Brett zu bringen. Ja, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Aber wichtig ist erstmal, einen Blick dafür zu entwickeln, weil das haben wir verloren. Nicht jeder hat einen Garten zu Hause, nicht jeder ist ein ausgebildeter Gärtner, so wie ich es ursprünglich auch noch bin. Ja, aber trotzdem kann jeder sich das Ganze wieder angewöhnen, das Auge dafür zu bekommen. Und wir wollen ja in der Modellbahnanlage, wir sind mittlerweile von der Detaillierung so weit, dass es ja gar keine Modellbahn wie früher Spielbahn mehr ist, sondern dass es wirkliche Dekoration ist für verschiedene, auch die Dioramen. Und die Anlagen können so fein detailliert gebaut werden, wie das Original draußen, zum Verwechseln ähnlich. Und das ist, sollte die Herausforderung des Modellbaus sein, das einfach nachzuempfinden. Und dafür braucht man nur vorne auf die Straße gehen, vor dem eigenen Haus oder vor der Wohnung und mal schauen, wie ist der Gehweg gepflastert. Wie breit ist der Gehweg überhaupt? Wie hoch ist der Bordstein? Womit kann ich das selber bauen? Und dann bilden, kann man zum Beispiel mit Styrodur das Ganze nachbilden. Und das mache ich eben sehr gerne. Das, was es nicht auf dem Markt gibt, selber machen. Ja? Stichwort selber machen und Stichwort Dioramen. Wir haben natürlich jetzt erstmal vor diesem wunderschönen Diorama mit den Neuheiten hier oder stehen vor dem wunderschönen Diorama. Dieses Lavendelfeld ist unglaublich. Ja. Es riecht immer noch. Das hast du gebaut. Wir haben es ja jetzt schon in Teilen vorgestellt. Ja. Wir wollen aber auch Dinge zeigen, die du auch hier auf der Ausstellung stehen hast, die wir natürlich den Zuschauern jetzt nicht vorenthalten wollen. Es gibt ein wunderschönes Diorama, wo ein ICE draufsteht. Ich hoffe, dass die Regie uns jetzt mal die Bilder einspielt. Da. Ja. Das ist noch kein Diorama, aber ein Teil eines Dioramas, genau. Das war der Horst des Bussards. Gut, der Bussard wohnt nicht unbedingt in der Flusslandschaft, aber auch schon mal. Ja. Deshalb habe ich da halt das Bussardnest reingemacht. Aber das ist auch Ast für Ast in den Baum hineingeklebt. Und nicht, also so wie der Vogel die Äste sammelt zum Nestbau, so habe ich es da auch gemacht. Wunderschön nachgestaltet, diese Flusslandschaft mit diesen Wasserpflanzen, die die Richtung der Fließrichtung des Flusses angenommen haben. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beobachtet. Richtig beobachtet, so ist es. Und sie sind vor allen Dingen in mehreren Schichten. Aha. Ja, und um das zu erzielen, habe ich den Gießharz einfach in 5 mm Schichten aufgetragen und habe nach dem Trocknen in jede Schicht die Wasserpflanzen, die ich unten im Grund schon modelliert hatte, nochmal mit Farbe aufgetragen und nachgemalt, sodass die dann im Modell dreidimensional erscheinen. Oh ja. Ist eine wunderschöne Art und Weise und das kann man natürlich beliebig oft machen, da man den Gießharz eben so weit aufeinander gießen kann, wie man möchte, ohne dass man da nachher irgendwas dazwischen sieht. Man sieht keine Grenze mehr dazwischen, aber man hat dann wirklich Dreidimensionalität im Modell. Also ich stelle mir das jetzt erstmal als Laie relativ schwierig vor, aber es ist sicherlich auch für den Laien machbar. Man muss es nur vorher mal probieren. Ja.
Bei dem Wasser ist es einfach so, grundsätzlich bei allen Modellwässern, der Untergrund muss einfach wasserdicht sein. Und der muss wirklich wasserdicht sein, weil Gießhardt zum Beispiel hat die... Es fließt sehr, sehr, sehr schnell. Was nimmst du als Untergrund? Ich nehme unsere Formed-Folie, die wir jetzt seit vom vergangenen Jahr neu haben. Und zwar ist die wasserdicht durch ihren Alu-Untergrund. Und das Leinengewebe obendrauf lässt sich gleichzeitig noch gut kolorieren, sodass man damit am besten arbeiten kann. Und wenn man die Ränder einfach ein wenig hochklappt, kann das Wasser nirgends hin. Und ich kann nachdem das Wasser ausgehärtet ist, den Rest bearbeiten. Ja. Schauen Sie, liebe Zuschauer, Bildschirm wieder weg. Bitte nochmal das Bild. Lasst es bitte stehen. Schauen Sie sich das mal an, diese stimmungsvolle Landschaft. Und wenn man jetzt die Augen zumacht und wieder aufmacht, man riecht es, man spürt es förmlich, diese Landschaft. Ja, ja. Oder? Das ist das, was ich auch beim Modellbau dann spüren möchte. Ja, ich habe gewisse Vorstellungen im Kopf. Und wenn ich das dann richtig rüberbringen kann ins Modell, so wie ich das dann auch nachher habe, ich mache dann ein paar Fotos und dann beginne ich auch abzuschalten und finde das selber dann toll. Und wenn ich das erreicht habe, dann weiß ich, meine Modelle sind da, wo ich sie haben will. Die Brücke, müssen wir dazu sagen, ist ein Fantasieprodukt, die gibt es so nicht. Produkt. Nein, das war speziell aber gedacht, ich wollte eine moderne ICE-Strecke bauen, wollte die aber auch über so eine Auenlandschaft machen. Und da fiel mir dann ein, nein, eine kantige Brücke darüber, das ist es nicht. Da muss was Homogenes hin, da muss was, erstens was Grünes rein in die Natur und dann eben eine Form, die homogener ist, die mehr dazu passt. Also geht der Aufruf an die Deutsche Bahn. Ja. Liebe Kollegen der Deutschen Bahn, schaut euch das an, so kann man eine Brücke gestalten. Kann man. Und es ist durchaus angenehm anzusehen. Ne? Finde ich toll, gute Idee. Diese Brücke ist natürlich auch wunderschön ausgeschmückt mit Figuren. Ja. Und auch mit Figuren unter der Brücke. Und das ist eigentlich gar nicht so ein tolles Thema. Ne? Es ist kein tolles Thema, aber es gehört zum Leben dazu. Ja. Ja? Wir also haben Leute leider, unter der Brücke laufen, dass schlafen. Leute unter der Brücke schlafen. Das Bild nochmal. Ja, da ist es. Da ist es. Ja. Das gehört leider Gottes dazu. Nicht so toll, aber es entspricht der Wirklichkeit. Es entspricht der Wirklichkeit, ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich den ersten Rollstuhlfahrer in 1:87 noch selber bauen musste, weil es die nicht gab. Den Behindertenparkplatz gab es viel früher. Aber das sind Sachen, die heutzutage einfach offen gesprochen werden. Da darf man drüber sprechen und das finde ich auch richtig so. Und das muss auch. Und da sollte man es auch im Modell ruhig bringen. Weil apropos Modell, wir müssen auch jetzt ein bisschen sehen, dass wir die Sendezeit nicht ganz. Ich könnte jetzt stundenlang mit euch, aber vielleicht machen wir das noch irgendwann mal. Ja. Du hast uns natürlich, oder hier bei Hekisch, am Stand von Hekisch stehen natürlich noch andere Dioramen, die du gebaut hast. Ich bin jetzt mir nicht ganz sicher, ob ihr das fotografiert habt oder ist drüben. Es gibt ein Diorama, was hier zu sehen ist, in der Landschaft angesiedelt von... Ja, wie soll ich sagen, auch mediterran? Ja, oder? Ist mediterran. Ist Italien, Olivenbauern. Und ich habe mir dann dabei auch gedacht, dass ja, vielleicht der ein oder andere, gerade in den südlichen Ländern, gibt es diese Schutzheiligen für alles Mögliche. Und ich habe mir einfach mal einen Schutzheiligen ausgedacht für die Olivenbauern und den habe ich in so einen Felsenkeller gepackt. Ach, den hast du selber ausgedacht? Ja, ja klar, den habe ich mir selber ausgedacht. Ob es ihn wirklich gibt, ich weiß es nicht. Vielleicht ja. Vielleicht und fragen wir mal einen Spanier, ja. Genug rum auf der Messe. Ja, ja, so, genau. Da haben wir es. Hinter diesem güldenen Gitter. Da geht es ein paar Stufen runter in den Felsenkeller und da unten in dieser Grotte ist dann eine Schutzheiligenfigur aufgestellt. Es muss ja schon bekannt sein, es sind ja schon zwei Wanderer da, richtig, die sich das ansehen wollen. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir die Schutzheilige vielleicht noch hinkriegen irgendwie. Also es war mit Sicherheit eine immense Herausforderung für die Kameraleute hier, diese Schutzheilige aufs Bild zu kriegen, weil sie ist auch eigentlich in der Vitrine dann nur schemenhaft zu erkennen. Aber gut, wir haben uns angestrengt. Die Jungs waren wirklich fleißig und haben viel fotografiert und ich denke mal, wir kriegen vielleicht gleich noch ein Bild, wo wir es dann noch mal sehen. Das ist auch das Wort für mich. Ich muss auch an der Stelle, liebe Zuschauer, mich mal bei meinem wunderbaren Team hinter den Kulissen bedanken, die also hier wirklich wirbeln und, Arbeit, und alles machen, um ihnen auch die bisschen Atmosphäre von der Messe und von dem, was hier so ringsherum passiert, wiederzugeben. Dann war noch ein zweites Diorama im Spiel. Ich weiß nicht, ob wir das noch sehen. Das Niederrhein-Diorama? Das zweite Diorama wird jetzt im Hintergrund aufgebaut. Auch das ist in deinen bewährten goldene Hände. Gucken Sie sich das an, liebe Zuschauer. Das sind die Modellbauhände.
Wunderschön. Jetzt werden wir gleich das einblenden. Das ist auch ein wunderschönes. Ach, jetzt sehen wir nochmal die Schutzheilige. Ja, man kann es erahnen, dass sie da drin steht. Die Schutzheilige, das ist also diese Felsengrotte, die man durch das Tor erkennen kann. Ja. Und für mich gibt es in Dioramen ist es immer wichtig, so kleine Highlights zu setzen, die man nicht sofort erkennt. Also erst den zweiten Blick. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Das ist ja fast so ähnlich wie in Schanztochau mit der schwarzen Madonna. Ja. Bin ich mal gewesen, habe ich mir mal gegönnt, mir anzugucken. Da war ich immer ein bisschen enttäuscht, dass sie gar so klein ist. Ich habe gedacht, es ist eine Riesenstatue. Ja. Aber das ist natürlich wunderschön gestaltet worden. So, und als letztes hast du uns, beziehungsweise haben wir hier bei Heike gefunden, auch wieder ein ganz toll gestaltetes Diorama, eine Flusslandschaft, wie man sie im Norden möglicherweise findet. Das ist auch typisch Niederrhein. Ich wohne im Niederrheingebiet und da zählt es halt dazu, dass Kopfweiden zwischen den großen Viehweiden stehen, dass das abgezäunt ist mit Stacheldraht, die kleinen Wassergräben dazwischen. Das ist so ein ganz typisches Bild für den Niederrhein. Vor allen Dingen, was jetzt gerade bei dem Bild zu sehen war, ganz toll, diese knorrigen Weidenbäume, die da an diesem... Die ist das auch das Material von Heki? Ja, das ist auch Heki-Material, nur das Holz. Ich habe es noch ein bisschen aufgewertet mit Holz, weil es steht nirgends geschrieben, dass man Produkte so nehmen muss, wie sie aus der Verpackung kommen. Ja? Man kann Bäume auch etwas auseinanderziehen und man kann eben wie hier Kopfweiden ein bisschen aufwerten, indem man noch alte Holzstücke dazu macht, wie so ein alter Kopfweidenstamm halt. Aber wichtig ist immer, man sollte sich mal so ein Original anschauen, das mal gesehen haben oder zumindest mal googeln. Das ist ja auch möglich heutzutage. Man kann alles im Internet runterziehen und sich mal anschauen und daran orientieren. Schaut euch das mal an, diese wundervoll gestaltete Wasserlandschaft, dieses stehende Gewässer, die Wasserpflanzen, die Enten gehören dazu. Dies ist für Weihnachten dann ganz wichtig. Die sollen sich auch ein bisschen tummeln. Sich tummeln, die müssen noch ein bisschen kräftiger werden, ne, die Enten. Ja. Ich habe schon diesen Rotkrautduft, Klöße und Entenbraten in der Nase. Also wir sprechen heute von Gedücht. Nein, wunderschön gestaltet das Schilf, also auch von der Beobachtung her von dir, hervorragend umgesetzt. Ja, das ist meine wirkliche unheimliche Leidenschaft, das so realistisch wie möglich rüberzubringen. Ne? Dass es auf dem Foto dann auch, wenn man es jetzt Laien zeigt, die nicht vom Metier sind, wenn man denen ein Foto zeigt und die sagen, oh, wo warst du denn da spazieren? Dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. So, liebe Zuschauer, das war im Grunde genommen im Schnelldurchlauf. Also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir, auch mit Ralf, der jetzt im Hintergrund hier steht und das Ganze mit beobachtet, darüber sprechen, die Begeisterung für den modernen Landschaftsbau rüberzubringen. Mein lieber Wolfgang, du warst mir ein ganz lieber Partner heute an der Seite. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, ich habe diese Kultfigur endlich mal für Heki so richtig in Szene gesetzt, denn er gehört wirklich dazu, der Wolfgang. Und er wird uns wahrscheinlich mit Leidenschaft und im Laufe des Jahres natürlich noch viele, viele Dinge bescheren, die wir vielleicht möglicherweise nächstes Jahr hier zu sehen bekommen. Wir werden aber auch, es ist versprochen, im Laufe des Jahres einige Sachen bei Heki machen, um sie in die Geheimnisse des Landschaftsbau einzuführen. Das ist ja ganz wichtig. Was haben wir gelernt heute? Wir gehen aufmerksam durch die Natur, nehmen Handy oder Smartphone oder Fotoapparat mit, fotografieren uns das, was uns gefällt, gehen zu Shop bei Heki, suchen uns die passenden Produkte raus, die man dann natürlich noch ein bisschen verändern kann. Kann man machen. Und dann entstehen diese Kunstwerke, wie wir sie haben. Dieses Lavendelfeld ist ja unglaublich. Ah, ne? Wunderbar. Ich kann auch nicht zaubern. Ich arbeite auch mit diesem Material und es klappt. Man sieht es doch. So, das war das Wort zum Sonntag. Der Schluss, liebe Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Beisein hier bei diesem Livestream. Ich hoffe, Sie haben das 10 Uhr Knoppersfrühstück jetzt mit Leidenschaft und mit Freude gesehen, was man alles machen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Wolfgang. Sehr gerne. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Ralf, der hier im Hintergrund steht. Und wir sehen uns in einer Stunde wieder, liebe Zuschauer, zum nächsten Livestream. Kann ich Ihnen versprechen, wird auch wieder ganz toll werden. Bis dahin verbleibe ich, Ihr Frank Buttig.